Hallo und herzlich willkommen zu Slime Rancher 2 Part 11 mit mir, Nessie, und im letzten Part, das war eigentlich nur ein Aufräume-Part, ein Part, wo wir uns um die Farm gekümmert haben, und danach habe ich mich aber dazu entschieden, den Rest selber zu machen. Also es gibt einige Änderungen, ich weiß aber nicht mehr alle. Also die Hühner sind alle hier weg. Jedes dieser Slimes hat jetzt ein Nahrungsautomat und ein Plort-Einsauger, wie auch immer das heißt. Und darum kümmern wir uns gleich. Was habe ich denn noch gemacht? Ich habe die Farben alle verbessert, soweit ich konnte. Ich glaube, ja. Und ich sehe gerade, wie viel Geld wir haben. Hier sind die Farben auch weg. Und ich würde sagen, wir versuchen heute Sachen zu verbessern oder Ressourcen für die Verbesserung zu sammeln, was sehr hilfreich sein könnte für uns, für jetzt und die Zukunft. Oh Gott. Wo ist das S-Ding hier? Nee, auf dieser Seite hier. Ich sehe schon noch ein Ausrufezeichen, was ein Vorteil sein könnte. Also, ein Vorteil, was meine ich? Also die Ausrufezeichen gucken wir uns gleich an. Vorteil sind die Verbesserungen im Labor. Und was habe ich getan? Ich würde die alle da unten bringen. No! Ich bin echt super. Genau, ich glaube, diese brauchen wir ausgerechnet. Ne, hier Pink und hier Hoppel. Das beides können wir machen. Knallplots können wir machen. Das leider noch nicht. Miets, ganz genau. Mietsdinger. Dann holen wir uns welche. Das können wir leider noch nicht machen. Das können wir leider noch nicht machen. Das auch noch nicht. Und das erst recht nicht. Also, ich glaube, ich nehme mir einen Zettel und schreibe es mir auf. Also, Hoppel, Pink, Knall. Was war das letzte? Nee, das nicht. Miets. Gut. Dann habe ich schon mal ein, von denen brauche ich gerade nichts. Also die kann ich verkaufen. Ich habe genau das verkauft, was ich brauche. Super. Der letzte Part war auch ein bisschen, ich muss zugeben, für mich war der auch ein bisschen langweilig. Wenn ihr es anders seht, dann freut es mich. Aber ja, es ist für mich halt immer schwer, irgendwelche Themen zu finden. Ich bin halt nicht so rednerisch. Ich höre immer oder meistens zu, weil ich halt mich nicht formulieren kann. Und das habt ihr auch alle schon nicht einmal gemerkt. Und das sage ich, glaube ich, in jeder Serie und jedes Mal aufs Neue in jedem Video. Aber ich kann es einfach nicht. Hier ist noch ein bisschen, meine Freunde. So, hier sind 4 von denen. Dann machen wir jetzt andersherum. So, ich nehme jetzt nochmal die Karotten. Zum Glück tut ihr mir nicht weh. Die Karotte nehme ich auch nochmal mit. Eisalat. Ja. Jetzt habe ich auch wieder den Faden voll und ist auch so ein Problem bei mir. Wartet. Ah. So, achso, und dieser Part ist mal wieder ohne meine Schwester. Also, im Hintergrund ist niemand. Und ja, gut, wir gehen mal gucken. Bei den Knallslimes. Wie es bei denen so ist. Wie viele Knallplots wir haben. Weil Pink Slime und Hoppel haben wir, glaube ich, genug. Ihr alle. Ja, reicht auch völlig aus. Macht mich glücklich. Aua. Aber es ist sich mal wieder so anzuschauen, wie das alles aussieht, ne? Die Creator von Slime Rancher, die haben ganz schöne gute Arbeit gemacht. Also,
Das sieht echt schön aus. Ich habe mir immer noch nichts angeschaut von anderen YouTubern und werde ich wahrscheinlich lange nicht machen, beziehungsweise ich müsste mir erstmal einen guten finden, also einen, den ich mag finden, weil die YouTuber, die ich mir anschaue, die spielen das nicht wirklich. Die spielen eher Horrorspiele. Etwas, was ich einfach nicht kann. Ich habe einmal versucht, so ein Fangame von, ich glaube, Five Nights at Freddy's zu spielen. Ich habe es angemacht, ich bin wieder rausgegangen. Ich kann das nicht. Ich bin nicht dazu erschaffen worden. Vielleicht irgendwann zwinge ich mich dazu. Ah, jetzt. Muss ich jetzt warten, bis ich das auch wieder machen kann? Also im Sinne von verbessern. Sprintstiefel. Ja, ich warte. Ich gehe jetzt raus. Okay, Leben und Energie haben wir mehr. Und Sprinten ist gleich viel besser. Aber ich glaube, ausgerüstet. Das heißt, wir müssen warten. Oder etwas anderes freischalten. So, wir gehen jetzt erstmal auf die Farm. Und ich bin immer noch krank. Es tut mir so furchtbar leid. Ich kann nichts dafür, dass ich. Ich hasse es, krank zu sein. Unfassbar dolle. Ah, hallo? Mein Freundchen. Hier. Also, wir nehmen mal die Gorgeln mit. Hier, weil es sind einige hier. Und einen alten Gorgel? Ja, kann man auch. Ei. Hier ist noch ein alter. Was wir machen könnten, was ich glaube ich noch nicht gemacht habe. Also ich habe hohe Wände, ich habe Frühlingsgras, ich habe Weitmein? Keine Ahnung, okay, ich lasse es lieber. Und bitteschön, wie funktioniert das? Ihr könnt mir nicht sagen, dass die jetzt einfach wie Plots eingesaugt werden. Wartet, das will ich mir jetzt anschauen. Einer ist drinne. Die werden wirklich wie Plots eingesaugt. Das ist brutal. Das ist. Aua. Bisschen fies. So, wir haben Essen. Wem wir das geben, weiß ich nicht. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Das wäre auch gut, uns Platz zu verbessern. Ich weiß nicht, welche Verbesserung das jetzt wäre. Ja, entweder die. Nee, die machen ist was anderes, glaube ich. Not so gut. Ich glaube, wir machen gleich nochmal eine Runde zurück für die Knallslime-Kristalle. Wie habe ich die genannt? Günther? Die Günther-Familie? Ich hatte da irgendwie eine Idee mit den Nachnamen, ne? Ich hatte da irgendeine Idee. Ich weiß das ganz genau. Ich weiß aber nicht mehr, was für eine Idee das war. So, frisst. Habt ihr hier noch genug Essen? Ihr habt hier noch 8 Stück. Ihr kriegt sie trotzdem. Weil. Ah, jetzt gut, bitte nicht vergessen. Nimm. 8 Stück. Okay, 8 Stück sind gut. Wir warten aber noch für später, damit sie uns noch mehr geben. Ich bringe sie sofort hier runter, bevor ich dann nochmal es vergesse und es endet, wie es vorher geendet hat. Ich verkaufe die. Das wollen wir aber nicht. Das wollen wir alle nicht. Okay, ich bin. Okay. Ja, und egal wie viel man Energie hat, am Ende reicht nie Energie aus. Ich muss aber echt aufpassen, nicht, dass ich wieder die gleichen Fehler mache wie im ersten Spiel, wo ich einfach irgendwo ins Weltall fliege. Gefühlt. Nee, das brauchen wir fürs erste nicht. Hier. Das hier. Ja, wir hätten eigentlich, realisiere ich gerade, genug, um eine weitere Erweiterung zu kaufen. Super habe ich das gemacht. Super. Aber nee, eigentlich jetzt, wo es langsam alles besser läuft, werden wir es irgendwann mit dem ganzen Essen hinkriegen, dass sie genug haben und ich mir nie Sorgen machen muss, dass sie Hunger haben.
Es wäre auch cool, wenn wir langsam so den Dreh raus haben. Aber es geht. Es geht einfach. Die sind aber auch nur eine bestimmte Anzahl an, also. Nee, also die sind nicht immer hungrig. So, nochmal. Bilde einen Satz, der Sinn macht. Die sind nicht immer hungrig. Genauso wie Menschen essen sie nur eine bestimmte Zahl an Mal, nicht mal, wie heißt das? Okay. Seid ihr unglücklich? Ich habe im ersten Teil herausgefunden, dass die Pfützleime rot werden können. Also, dass sie sich schämen oder keine Ahnung warum, aber als sie sich so berührt haben, also sowas wie gekuschelt, haben sie sich geschämt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf eine böse Art gesehen war, also auf böse, nicht böse, sondern auf die eher erwachsene Art, sag ich mal, rot zu werden, oder ob die einfach nur sich geschämt haben, sich gegenseitig zu berühren. Vielleicht gibt es ja auch hier irgendwo diese. Also diesen kleinen. Nicht Bug, wie heißt das? Diese kleine Info, das ist so voll süß irgendwie. Also ich finde es süß. So, soll ich die verkaufen? Ich glaube, fürs Erste, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich habe die irgendwo weggeschmissen. Komm her. So, Phosphor ist nützlich und ich habe gehört, dass aber ein Huhn gegessen wurde. Yes, wir haben jetzt genug. Okay. So, das nehmen wir aber auch mit. Das kann auch nützlich sein. Wenn ich es schon mitnehme, dann nehme ich es richtig mit. So. Na, komm. Gut, das heißt, wir haben gleich nochmal ein Upgrade. Und wir haben genug Geld dafür, hoffentlich. Welches war das? War das? Ja. Bitteschön. Ach, das ist das, was ich wollte! Das ist, was ich wollte. Dieses Verbesserung. Jetzt haben wir 30 Platz. Oh mein Gott, ich bin Genius. Ich bin Genius. Was. Gut, dass ich die Angler nicht weggemacht habe. Hable. Ganz genau. Hable. So, dann lasse ich hier alles drinne. So. Aber. Guck mal, dieser Tank Booster, den kann ich noch mal ausrüsten, hätte ich jetzt genug Sachen, Ressourcen. Aber jetzt die Energie- und Herzmodule kann ich nicht. Oder das mit dem Sprintstiefel. Das ist interessant. Ich frage mich, ob ich ein Zeichen kriege, wie im ersten Teil, oder ob ich einfach nur mehrmals da hingucken muss, oder wieso auch immer es so ist. So. Okay, erstmal Mochi Miles und ich sehe, dass hier gerade Tora West was möchte. Hey Bea, die Drohnen, die du überall auf der Insel findest, an denen ich ist etwas seltsam. Hey, ich habe Augen am Himmel und ich werde sie benutzen. Ich bereite auch ein Team von Drohnen vor, um es rüberzuschicken und die Dinge etwas direkt zu untersuchen. Aber ich schweife ab. Jedenfalls scheinen die Drohnen super fortgeschritten, fast außerirdisch. Also dachte ich, okay, da checken ein paar Aliens im Regenbogeninsel ab. Genau wie du, aber nein, das glaube ich nicht. Denn sie sieht den Drohnen, die wir benutzen, sehr ähnlich. Nur so viel vertrauter für mich, fast ein Déjà-vu, ich kann das nie sagen. Irgendwie unheimlich. Hey, keine Angst. Sind vermutlich bloß Aliens. Wow, keine Angst. Riesige dreiköpfige Aliens mit gigantischen Klauen, die nach Menschen suchen, um sie zu fangen oder zu fressen oder beides. Hahaha. Ha, ha. Bis später, Bea. Super, super. Macht mir überhaupt keine Angst. Beatrix, ich bin froh, dass du
anrufst. Ich dachte, okay. Ich habe mir die Bilder angeschaut, die du mir von der Regenbogeninsel geschickt hast. Ohne Zweifel ein ganz besonderer Anblick. Schön mit Farben, die nur satter werden, je länger man schaut. Aber auch unnatürlich. Tut mir leid, aber irgendwas stimmt an dem Ort nicht. Wie du dich vielleicht erinnerst, war ich der Chef eines sehr erfolgreichen Innenstadt... Genau, Konzerns. Genetisch veränderte Nahrung war unsere Spezialität. Ich bin nicht stolz darauf, wie weit wir gegangen sind, um natürliche Nahrung größer, schneller, billiger wachsen zu lassen. Den Profit zuliebe die guten Bestandteile entfernen. Ich sagte das Beatrix, weil ich immer noch erkenne, wenn eine Pflanze unnatürlich verändert wurde. Wenn ich eine sehe und die schönen Regenbögen, die du auf dieser Insel vor dir siehst, sind nicht auf natürlichen Wege dahin gelangt. Mir ist nicht klar, ob das für dich irgendeine Gefahr bedeutet, aber es sorgt für ein ungutes Bauchgefühl bei mir. Ich muss mehr nachforschen, melde mich dann bei dir. Pass auf dich auf, Amiga. Na, wenn das nicht Beatrix Lebö ist, der... Hat sie eine Narbe hier? Ist das eine Narbe oder ist das so ein extra Schatten? Oh, das ist ja cool. Der alte Hobby und ich haben gerade... Ach so, das ist der Haar. Ach so. Und ich habe gerade erst über dich gesprochen. Man munkelt, du seist zum unbekannten Teil dieses Felsbrockens aufgebrochen, um neue Abenteuer zu suchen. Prima, Mädchen. Einfach immer weiter laufen auf der Suche nach den neuen Wundern hinter der nächsten Kurve, bis deine Stiefel Löcher kriegen. Und dann besorgst du dir neue und machst weiter. Für meinen Teil haben meine Stiefel schon bessere Zeiten erlebt, aber ich weiß, dass noch ein Abenteuer oder zwei in ihm steckt. Ich schätze, ich muss nur rausfinden, welche. Ach Mensch, ich labere genau wie Hobson. Wenn es um die Erforschung von Kosmos, Kochen oder naja, so ziemlich jedes beliebige Thema geht. Okay, Bea, halte durch. Ich werde anrufen, um zu schauen, wie es bei dir läuft. Spielt keine Rolle, wer man ist. Wir alle bekommen diese Gefühle, wenn die Heimat weit hinter dem Horizont liegt. Oh, und bevor ich es vergesse, hier ist eine Kleinigkeit für dich, um deine neue Bude etwas vor der Mann zu bringen. Ist nichts Wildes, aber man muss tun, was man kann, damit man sich an diesem Ort wohlfühlt. Zähmungsglocke? Hä? Ah, Bob! Hallo, Mitmensch! Habe Geschenke für dich. Yay! Hühnchens? Regenbogenhügel! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, ist das niedlich! Was muss ich mir gleich beides anschauen? Oh, ist das süß! Den habe ich ja völlig vergessen. Ach, das war der immer Hühnchen. Hä? Hat sich das gerade geändert? Oder bilde ich mir das nur ein? Also, das hier. Zähmungsglocke. Der beruhigende Klang dieser bemerkenswerte Glocke wird den Zorn jedes wilden Slimes verfliegen lassen, der ihn hört. Das ist ja interessant. Dann hier ist dieser Hügel. Gerüchten zufolge perfektionieren Hoppelslimes ihre Sprungkünste, indem sie über diese grasbewachsene Hügel hopsen. Oh. Hallo Mitmensch. Okay, aber jetzt von diesem süßen Teil zu eher dem Ernsten, sage ich mal. Das, was, wie heißt der, Ogdin gesagt hat, ist sehr beunruhigend. Und zwar sehr. Also, das mit den Farben verstehe ich, dass es ein bisschen seltsam aussieht oder dass die Farben unnatürlich sind. Was ist das da oben? Und ich kann auch verstehen, warum er sich Sorgen macht. Achso, das war ein Baum. Oh mein Gott, ich bin auch so blöd. Nee, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Ich gehe nochmal zurück. Ich wollte Ressourcen erstmal sammeln.
Lass uns einfach da hingehen und fertig ist. Auf dem Weg finden wir wahrscheinlich auch Ressourcen. Zurück zum Thema. Das ist echt ernst, was er gesagt hat mit den Farben und all dem ganzen Zeug. Das ist mehr als beunruhigend. Nicht nur, dass Mochi meinte, ja, Aliens und so ein Zeug. Nein, das ist überhaupt nicht beunruhigend. Dann kommt seine Nachricht, dass die Farben alles irgendwie hier nicht ganz stimmt und ja, das mit den mit Victor, wie nee, Vic, nicht Victor. Wie hieß der Typ? Ich habe seinen Namen vergessen. So. Ja, so viele können hier bleiben. Ich glaube, in der Nähe sollten auch noch mal die Hühner sein. Hier, nochmal. Das mit den rätselhaften Nachrichten, die er bekommt, das mit jetzt mit dem Papst, das ist alles beunruhigend. Ich weiß nicht, was hier für eine Storyline ist. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand drauf achtet oder ob ich einfach hier mir gerade Sachen vorstelle und Theorien aufbaue. Aber das mit den Aliens ist vielleicht, naja, ist jetzt nicht die schlauste Theorie, ne? Ich glaube auch nicht, dass. Da ist noch eine Drohne. Also Aliens sicherlich nicht, aber ich glaube, dass die Person, die hier war, davor und diese Drohne hier hingemacht hat, dass er damit irgendwas zu tun hat. Manchmal brachte ich kein Mittagessen hierher mit und starrte diesen kolossalen Fossilien an. Ich fragte mich, wie die Welt wohl aussehe, wenn sie lebendig wären. Jetzt ist es eine Welt der Slimes, aber wer weiß, was es davor war. Das stimmt. Und ich dachte mir, wenn das Universum Raum dafür bietet, wie eine ganze Welt und ihr Ökosystem komplett den Kurs wechseln, vielleicht sollten wir das bei uns auch akzeptieren. Hey, das Gerede über die Vergangenheit hat wirklich einen Nachhall. Ich frage mich, welche tiefsinnige Gedanken ich damals wohl mitzuteilen hatte. Damals? Wie denn damals? Was meint er jetzt mit damals? Als er noch auf der weit fern, fern Weite war? Oder? Huh. Ich finde diese Nachrichten so verwirrend. Aber jetzt kommt noch eine Frage. Warum ist gerade nur dort auf der Seite, also sind diese Drohnen? Weil in der Höhle oder in dem, oder wie auch immer das heißt, ich vergesse immer, wie das heißt, dieser Ort. Da, wo Knallslimes sind, also die Günthers und so weiter, nicht hier, falsch herum. Dort habe ich keins gesehen. Entweder ich habe es übersehen oder. Ich weiß es nicht. Und gehe ich überhaupt richtig? Ja. Also, wir gehen hier hin, denn hier nachts, es wird auch perfekt gerade nachts. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden. Ich bin mit euch ehrlich. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden, ob ich da gehen wollte, wo die Knallslimes sind, oder ob ich jetzt zu dem rosaren gehe. Rosanen mehr gehen wollte. Aber beim letzten Mal habe ich einen Slime gesehen nachts und ich möchte gucken, ob das, was ich als eine Theorie habe, stimmt oder nicht. Und ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine. Außerdem, wenn wir dann den Jäger-Slime haben, sind es auch weitere neue Slimes und das ist auch cool. Und wahrscheinlich werden wir etwas da im letzten Part haben, oder im, nee, vorletzten Part habe ich ja, glaube ich, einen dieser Statuen, Jägerslimes-Statuen, ja, ein Kristall gegeben, ein Plort.
könnte es sein, dass ich jetzt hinter dem Jäger-Slime zu denen hingehen kann? Also wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist da ja irgendwo eine Tür und ich habe sie schon geöffnet, ohne zu wissen, dass ich die öffnen kann. Wäre das nicht cool? Also es wäre hundertprozentig cool, aber der Gedanke daran ist einfach nur geil. So, aber nachdem wir den Jäger-Slime dann gleich platzen lassen, möchte ich auch den Part dann beenden. Und hoffentlich finde ich den Slime, den ich meine... Der ist hier. Der ist einfach hier. Ich wusste es. Also meine Theorie ist, dass er nur nachts vorkommt. Und das ist die... Ringschwanz. Was? Die? Nein, komm her. Nein. Ihr wollt mich wohl... Nee. Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert. Aha, und der Teer ist auch schon da. Super, also Glück ist auf unserer Seite. So, wir machen erstmal die 30 Stück hier hin. Okay, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 43, eine komische Zahl. Achso. Kommt her, alle Jäger-Slimes bitte. Dich nehme ich auch gerne mit. Nee. So nicht, meine Freunde. Ich will jetzt meine Theorie hier herausfinden und... Och nee, sag mir nicht, dass ihr jetzt ihn genommen habt. Seine Statue ist weg. Oh mein Gott, die Theorie ist also wahr. Meine Theorie ist also wahr. Meine Theorie ist wahr. Meine Theorie ist wahr. Meine Theorie ist wahr. Aber, was meine Theorie ist, erfährt ihr erst im nächsten Part. Eigentlich könnte sie wahrscheinlich für euch klar sein. Eigentlich und wahrscheinlich, ganz genau. Aber ich sag's euch trotzdem erst im nächsten Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder auf der Farm. Oder wieder hier, aber dann ohne den ganzen Slams, die ich jetzt mit habe. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr es euch anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part, im Part 12. Und bis dahin und tschüss.